Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog von mir alleine. Ich bin heute mal ganz alleine auf der Baustelle, weil ich einfach heute Nachmittag ein bisschen Zeit habe und Felix mich beauftragt hat. Ich soll doch den Rest spachteln und dann anfangen zu schleifen. Ja, ich habe hier leider so ein kleines Lichtproblem. Ich weiß nicht, warum das Baustellenlicht nicht geht. Ich muss mich jetzt mit dem da vergnügen. Ich weiß leider nicht, was mit dem Strom hier los ist. Keine Ahnung, ich glaube, mein Vater hat gestern unten einen Stecker rausgesteckt. Ich habe ihn nicht gefunden. Wir probieren es jetzt so. Ich habe hier mein Handy drin, falls ihr das seht. Steht da unten für Licht, weil hier ist es ziemlich dunkel drin. Aber ja, ich werde jetzt hier unten zu Ende spachteln. Da fehlt nur ein bisschen. Ja, ist wirklich nur das da hinten. Oh. Ja, gut. Nur das kleine Stück da. Und werde dann hier anfangen zu schleifen. Die große Maschine, die wir dafür haben, möchte mein Vater mir leider nicht geben. Weil das ist wohl so unhandlich damit. Und deswegen habe ich hier einen schönen Handschleifer und werde schön mit der Hand schleifen jetzt. Ich bin begeistert. Naja, ich mache das, was mein Körper zulässt, und danach werde ich wahrscheinlich noch eine zweite Runde spachteln, weil das müssen wir auf jeden Fall. Aber müssen auf jeden Fall anfangen zu spachteln, weil sonst wird das hier hart. Also muss ich mich jetzt mal schnell anspachteln machen. Es ist wirklich halt nur noch echt dieses Stück hier. Und hier unten dieses kleine Stück, was ich noch spachteln muss. Den Rest habe ich das letzte Mal fertig gemacht. Wie ihr seht, hier unten noch. Und da hinten habe ich auch schon alles fertig. Also das ist echt nur das kleine Stück. Hier muss Felix erstmal wieder Rehgips ranmachen. Aufgabe erfolgreich gemeistert. Ich habe fertig. So, jetzt werde ich hier anfangen mit Schleifen, weil das ist irgendwie die einfachste Wand. Und, oh, da oben muss ich noch. Aber da muss mein Vater auch noch schrauben. Das ist noch nicht richtig verschraubt. Genau, dann werde ich mich hier, glaube ich, so an die Außenwände mal begeben. Das ist irgendwie am einfachsten. Und genau, werde jetzt erstmal schön schleifen. Mal schauen, wie das funktioniert hier mit diesem Ding. Bin ja mal gespannt. Ja, irgendwie so. Ich bin ja echt gespannt, kam das überhaupt? Ja gut, es kam was runter, aber das ist ja gar nicht so schlecht gespachtelt dann. Da muss ich ja gar nicht so viel schleifen, das ist doch schon mal ganz gut. Habe ich das nicht so schlecht gemacht. Thank you.
So, es ist wirklich anstrengender, als ich gedacht habe. Es geht so dermaßen in die Hände. Aber ja, da oben habe ich so dieses Stück habe ich gerade mal. Also es ist echt so sau anstrengend. Ich bin froh, dass mein Vater eine Maschine hat, die wir dafür benutzen können. Wir alles mit der Hand. Das hier alles. Halleluja! Ich habe keine Lust darauf. Ja, ich versuche jetzt noch ein bisschen zu schleifen. So viel wie eben irgendwie körperlich geht. Ja, was schon ziemlich anstrengend. Ja, und das Problem ist auch, irgendwie weiß man nie, ob man genug geschliffen hat oder ob man da noch mehr runter muss. Also irgendwie, ja, ich brauche irgendwie immer meinen Vater an der Seite. Der weiß dann Bescheid. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. So, mein Lieben, ich habe jetzt diese Wand fertig und diese kleine hier. Aber es ist so eine Scheißarbeit, dass ich schon Unterleibsschmerzen bekomme. Und das ist natürlich nicht so gut. Ich denke, dass wir da einfach auf den Papa warten mit der Maschine, beziehungsweise dass Felix die Maschine benutzen kann. Weil wenn wir das alles mit der Hand schleifen, ich glaube, dann schleifen wir uns dumm und dämlich. Genau. Die Seite habe ich jetzt fertig. Da müssen wir auch zum Glück nicht so viel nachspachteln. Das ist sehr gut, weil es natürlich einiges an Zeit spart und sieht auch gar nicht so schlecht aus. Also fürs erste Mal schleifen und fürs erste Mal spachteln bin ich relativ zufrieden. Hier muss man natürlich echt viel, viel mehr schleifen, sieht man ja. Und ja, das wird auf jeden Fall mit dem Handschleifer nichts. Deswegen müssen wir das alles mit der Maschine machen. Da oben hätte ich jetzt noch schleifen können, aber wir warten auf die Maschine. Dann machen wir das morgen alles komplett und dann nehmen wir euch dann weiter mit. Wir sind hier oben auf der Baustelle und machen ein bisschen was. Felix ist auch da. Macht auch etwas. Ich habe schon. Felix war beim Friseur. Felix war beim Friseur, ich auch. Aber bei mir sieht man nicht so viel. Aber Felix war beim Friseur. Ja, ich habe hier gerade schon fertig geschliffen und neu gespachtelt, das zweite Mal, und danach nochmal geschliffen. Und es sind einige Ecken, so wie hier zum Beispiel, die wirklich perfekt sind. Also sehr schön schon. Das kann man so lassen. Aber da oben zum Beispiel muss ich nochmal neu machen und auf der Seite muss ich auch nochmal neu machen. Also das dritte Mal dann spachteln. Aber sonst, ich bin für heute sehr zufrieden. Ja, weil ich das heute schon geschafft habe. Ich habe auch hier drinnen im Ankleidezimmer schon ein bisschen was geschafft. Wie viel haben wir das denn? Weiß ich gar nicht. Warte. Kurz noch 6, halb 7. Oh, schon zu spät. Oh, 10 vor 7. Oh, wer hat mich denn angerufen? Irgendjemand hat mich angerufen. So, also der Herr schraubt fest. Und ich habe hier die. So kann ich nicht. Reicht das schon? Kann ich nicht arbeiten. Ja, dann rein. Es reicht jetzt. So, ich wollte sagen, ich habe hier die Wand auch schon fertig. Tüdüt, außer da oben die Ecke. Da, also hier komme ich nicht ran, weil Stromkabel und hier ist schon Strom drauf und so, da fasse ich lieber nicht an. Und hier habe ich auch schon komplett einmal geschliffen und hier auch schon, ich weiß nicht, bitte. Hier auch schon ein bisschen nachgespachtelt und das auch schon geschliffen. Genau, da muss ich aber auf jeden Fall auch nochmal nachspachteln. Hier zum Beispiel sehe ich gerade, da muss ich überall nochmal. Also, hier nicht, nochmal. Dass, nicht, dass ihr denkt, da gehst du.
muss grundsätzlich nachgespachtelt werden. Ja, man spachtelt immer zweimal, mindestens. Also, ja. Das, genau. Also, das habe ich aber auch schon gemacht. Hier habe ich auch schon diese Wand, diese Ecke hier. Und hier dieses kleine Stückchen. Aber das sieht man, denke ich, auch, was geschliffen ist und was nicht. Hier oben habe ich auch die Ecke rausgelassen. Weil da ist sehr, sehr viel und da kommt man auch nicht so gut wegen dem Balken hin mit dem Handschleifer. Ja, den Rest, beziehungsweise das meiste hier, überall machen wir so mit der Maschine, weil das einfach einfacher ist. Und ich werde jetzt aber gleich hier weitermachen. Hier unten noch ein Stück machen und so. Und dann, wenn Felix hier fertig ist, werde ich wieder spachteln. Und da hinten muss ich auch noch. Oh, wann hast du das denn gemacht? Was? Das da hinten. Hund, hat sich hochgekommen. Ach so. War aber nicht, das ist so ein kleines Eck gewesen, habe ich angezeigt und fertig ran. Ja, aber das muss ich auch noch mal spachteln. Dann da hinten. Mit dir? Nein, die Ecke da hat er noch gemacht. Bitte. Genau! Und sonst, ja, kann man nicht viel erzählen, sonst hat sich nicht viel verändert zum letzten Mal. Ich bin doof. Warum? Ja, ist egal, ist nicht so schlimm, aber ich hätte erst den hier machen sollen, weil hätte ich das Stück hier größer gekriegt und das ist belastbarer. Wenn das jetzt so klein ist, dann ist halt blöd, reißt gern, aber Ralf habe ich auf der anderen Seite auch gemacht und da Ralf ist das in Ordnung. Ich kenne die Bude ja so krumm wie die ist.